Hi und herzlich willkommen zu Olis Home Workout. Das Wetter ist wieder so herrlich, dass ich hier auch bei meinen Eltern in den Garten gehe, um mein Workout zu machen. Ich habe ein sehr schönes Kraft-Mix-Workout für euch vorbereitet. Wir machen Kräftigung für Beine, Gesäß, Rücken und ein bisschen Ausdauertraining ist auch dabei, weil wir so ein paar Sprünge haben. Ihr wisst aber auch, dass ihr die Sprünge nicht unbedingt machen müsst, wenn euch das zu anstrengend ist oder wenn ihr aus bestimmten Gründen nicht springen könnt. Wir beginnen wie immer mit der Erwärmung. Ich muss meine Schuhe hier lassen. So. Okay, hüftbreiter Stand. Die Knie sind leicht gebeugt, Oberkörper aufrecht. Wir kreisen erstmal die Schultern. Schön weit nach hinten. Großen Bewegungsumfang. Die Arme noch locker lassen dabei. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Jetzt wird die Bewegung größer, die Ellbogen gehen voran. Wir können mal ein bisschen schon in die Knie gehen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Knie immer leicht gebeugt lassen, auch wenn ihr nach oben kommt. 10. Und jetzt machen wir lang und machen die Beinbewegung ein bisschen größer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beine öffnen, Knie, Füße außen. Die Knie und die Fußspitzen zeigen in die gleiche Richtung. Weit geöffnet, Schultern hin. Wir ziehen uns in die Diagonale. Richtig lang machen. Abstützen Hand. Stützt mit den Fingern hinten und dem Daumen vorne. Zweimal noch. Und einer noch. Und wir wechseln in die Oberkörperrotation. Wichtig ist, dass ihr hier die Knie und die Beine und das Becken ganz stabil lasst und wirklich nur mit dem Oberkörper rotiert. Noch einmal in jede Seite und jetzt nehmen wir die Hände nach vorn, gehen etwas tief, ziehen uns in den Lift im Wechsel. Kraftvolle Armbewegung dabei, Knie maximal bis Hüfthöhe, 6 glaube ich, 7, 8, 9, 10, in der Mitte ein bisschen tief gehen, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hüftfrei. Hände an die Seite, die Bounces. Hochziehen auf die Ballen, Knie immer leicht gebeugt lassen. Die Abwärtsbewegung schön abfangen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wir gehen ans Ende der Matte. In unsere Sitzposition. Arme neben dem Kopf, Rücken gerade. Die Knie bleiben hinter den Fußspitzen. Jetzt geht's tief. Wir krabbeln nach vorne, halten kurz Spannung im Bauch. Krabbeln wieder zurück. Arme aufrichten. Tief absenken. Nach vorne krabbeln. Zurückkommen. Aufrichten. Und nochmal. Gewicht auf die Fersen, Rücken gerade, nach vorn krabbeln, kurz halten, zurückkrabbeln, Gewicht wieder auf die Fersen, aufrichten. Nochmal tief, absenken. Es geht vor, wir stabilisieren hier. Es geht wieder zurück, aufrichten. Und der letzte, Gewicht auf den Fersen halten, dann nach vorn krabbeln, zurückkrabbeln, aufrichten, absenken die Arme. So, jetzt setzen wir im Wechsel die Ferse nach vorne. Das mit so einem kleinen Sprung. Arme locker an der Seite. Mit Spannung im oberen Rücken, angehobenem Brustbein. Oberkörper aufrecht. Zwei im Wechsel. Und jetzt nehmen wir die rechte Ferse auf Höhe der linken Fußspitze nach vorne. Schieben das Gesäß zurück. Schultern hinten, Rücken gerade. Wir schieben uns etwas mehr in die Dehnung für die Oberschenkelrückseite rein und kommen wieder raus. Also wir machen heute mal eine dynamische Dehnung, bei der wir in der Dehnposition etwas stärker und etwas weniger stark abwechseln, die Dehnung. Dann bleiben wir oben, setzen das rechte Bein weit zurück, hacken an den Boden, auch unten lassen, das hintere Knie bleibt gestreckt. Beide Füße zeigen geradeaus, Becken gerade und wir schieben uns nach vorne mit dem vorderen Knie
Das Knie bleibt natürlich hinter der Fußspitze auch hier, aber hier verstärken wir jetzt in der Wade immer die Dehnung etwas mehr, etwas weniger. Etwas mehr Dehnung, etwas weniger Dehnung. Der Oberkörper ist in Verlängerung des hinteren Beines. Und wir machen das noch zweimal. Und dann bleiben wir aufrecht, beugen beide Knie und kippen die Hüfte nach vorne. Auch hier dehnen wir die Hüftbeugemuskulatur diesmal so ein bisschen dynamisch und mobilisieren sowohl das Becken als auch den unteren Rücken. Dreimal noch. Zwei. Einer. Und jetzt öffnen wir einmal dazu die Arme. Wir halten in der Dehnposition, ziehen die Arme, Ellbogen auf Schulterhöhe weit zurück, um die Brustmuskulatur auseinanderzuziehen. Absenken, hinteres Bein rannehmen. Und jetzt nochmal im Wechsel die Füße vorne aufsetzen. Diesmal nehmen wir die Fußspitze, wie bei den Toe-Taps, die du sonst mit dem Yoga-Block machen. Schön aufrechten Oberkörper. Locker, mit ein bisschen Sprungkraft. Und wir halten hier. Nehmen jetzt die linke Ferse auf Höhe der rechten Fußspitze. Schultern hinten, Rücken gerade gehen in die Dehnung für die Oberschenkelrückseite rein. Und wieder nicht ganz raus, sondern immer in der Dehnposition so ein bisschen ins Mehr und ins Weniger bewegen. Schultern hinten, Rücken gerade. Gewicht auf den Fersen und beide Knie sind gebeugt. Zweimal noch. Einer noch. Und der linke Fuß geht nach hinten. Hüftbreit geöffnet, Füße parallel, Becken geradeaus, hintere Ferse an den Boden. Und es geht hier weiter mit der dynamischen Dehnung, diesmal für die Wadenmuskulatur des hinteren Beines. Oberkörper in Verlängerung des hinteren gestreckten Beines halten. Hinten bleibt die Ferse am Boden. So. Noch einmal. Und dann bleiben wir hier, beugen das hintere Knie und gehen in die Dehnung für die Hüftbeugemuskulatur. Das Becken kippt nach vorne oben und kommt wieder zurück. Ja, auch das ist so eine mobilisierende Dehnung für die Hüftbeugemuskulatur. Und wir haben noch ein bisschen den unteren Rücken dabei, weil wir das Becken nach vorne kippen und im unteren Rücken die Lendenwirbelsäule so ein bisschen rund machen. So, machen wir noch viermal. Drei, zwei und noch eine. Und jetzt nehmen wir die Hände in die Außenrotation, Daumen hinten, Schultern tief, nochmal richtig schön. Hier einmal die Brust öffnen und locker lassen. Alright, das war die Erwärmung. Unsere erste Kräftigungsübung ist eine Kombination aus hüftbreiten Squats, Seitlifts zum Training der Oberschenkelvorderseite, der Rückseite, des Gesäßes und der Abduktoren, der Muskeln, die außen das Hüftgelenk und das Kniegelenk stabilisieren. Wir machen einen Squat-Jump. Der nächste Squat hat einen Lift in die Seite. Das Bein bleibt neben dem Körper, die Fußspitze zeigt nach vorne, Standknie leicht gebeugt. Und es geht gar nicht darum, wahnsinnig hochzuziehen, sondern das Becken soll in recht neutraler Position bleiben. Und wir machen einfach eine kraftvolle Seithebebewegung. Dann geht es wieder runter, Jump, runter und Lift zur anderen Seite. Absenken. Das ist die erste Übung. Wir beginnen. Wir haben 10 Stück für jede Seite, also 20 im Wechsel. Auf geht's. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Beim Absenken in den Squat achtet drauf, dass ihr mit den Knien hinter der Fußspitze bleibt. 9. 10. 11. 12. 13. Ja, ihr seht, der Rücken bleibt gerade. 15. 16. Und die Knie bleiben hinter den Fußspitzen. 18. 2 noch. 19. 20. Okay, einmal kurz lockern. Die nächste Übung ist ein bisschen was zur Koordination und fürs Gleichgewicht. Das heißt, ihr könnt euch einen Stuhl oder sowas in die Nähe stellen, wenn ihr sehr wackelig steht auf einem Bein. Breitet die Arme aus, die helfen euch, das Gleichgewicht zu halten. Und nehmt euch die Zeit, um euch auszubalancieren. Das ist keine Übung, die ihr auf Tempo machen müsst.
Okay, wir machen als erstes, ich muss mal gucken, dass ihr mich seht. Als erstes gehen wir in eine Standwaageposition. Knie ist leicht gebeugt, das andere Bein wird nach hinten angehoben. Die Gesäßmuskulatur ist fest. Aus der Standwaageposition gehen wir runter in die Lunge-Position, gehen hier tief. Ziehen uns so früh wie möglich wieder hoch in die Standwaage und kommen vor und heben einmal kurz das Knie. Ja, nochmal. Standwaageposition. Nach hinten absenken. Tief. Hochziehen. So früh wie möglich hinten den Fuß wieder anheben. Ja, das müsst ihr für euch selber ausprobieren, ab wann ihr das schafft. Aufrichten. Knie. Zwei. Standwaageposition. Nach hinten senken. So früh wie es geht wieder den Fuß anheben. Nach vorne. Drei. Weit zurück. Möglichst früh wieder anheben. Das ist die Anstrengung für die Gesäßmuskulatur und Beinmuskulatur auf dem Standbein. Vier. Tief. So früh es geht hoch. Fünf. Weit zurück. Möglichst früh hoch. Sechs. Weit zurück. Tief. Früh wieder hoch. 7. Tief. Achtet darauf, dass ihr, wenn ihr den hinteren Fuß absetzt, in der hüftbreiten Position beide Füße haltet. Ja, wenn ihr auf einer Linie steht, ist es mit dem Gleichgewicht noch schwerer. Das war die 8. Jetzt kommt die 9. Neun. Und einer noch. Und da dürftet ihr schon ganz gut die Muskulatur eures Standbeins und die Gesäßmuskulatur auf der Seite spüren. Okay, einmal kurz lockern, dann geht das Ganze in die andere Seite. Standknie leicht gebeugt, Arme ausbreiten. Hier halten, wenn ihr die Arme ausbreitet, nehmt mal die Daumen zur Decke und die kleinen Finger zu Boden. Ja, besser als so, weil wir so das Schultergelenk schön in eine geöffnete Position bringen. Okay, auf geht's. Standwaage hier. Man hat übrigens immer ein gutes und ein schlechtes Bein, was das Gleichgewicht betrifft. Ja? Dieses ist, glaube ich, mein schlechteres. Das werdet ihr auch merken, dass eins immer besser geht als das andere. Weit zurück. Hoch, so früh es geht, anheben. Nach vorne, zwei. Ausstrecken nach hinten. Ja. Weit zurück. Hoch. Absenken. So früh wie es geht hoch. Vier. Ausstrecken. Nach hinten. Aufrichten. Fünf. Tief. Sechs. Es geht anheben. 7. Okay. 8. Es geht anheben. 9. Und einer noch. Weit zurück. Gewicht nach hinten. So früh es geht anheben. Und 10. Okay. Die nächste Übung muss ich für meinen Zettel lösen. Okay, die nächste Übung sind quasi halbe Burpees. Normalerweise machen wir die Burpees ja immer komplett mit Springen in die Plank-Position, ablegen, hochdrücken und in den Schlusssprung. Diesmal gehen wir runter, springen zurück, vor und gehen hoch in den Schlusssprung. Übung. Also wirklich nur zurück, vor. Wenn ihr nicht springen könnt, ja, dann setzt ihr die Füße einmal zurück, einmal vor und richtet euch auf. Das ist die Alternative, wenn ihr nicht springen könnt. Auf geht's. 10 Stück und wir machen so ein bisschen auf Tempo. Auf geht's. 1. 2.
passiert. Achtet darauf, dass der Po abgesenkt wird, aber ihr nicht ins Hohlkreuz geht. So, wie viel waren das jetzt? Ach, ich sag mal, das ist die sechste. 7. 8. 9. 10. Okay. Nächste Übung. Die nächste Übung sind Squats. Weite Squats im Wechsel von einer Seite zur anderen. Die Knie und die Fußspitzen zeigen nach außen. Wir gehen in den Squats, schieben uns hoch und gehen rüber zur zweiten Seite und schieben uns wieder hoch. Ihr wisst, dass ihr das Ganze auch ohne zu springen machen könnt. Das ist völlig okay. Achtet darauf, dass eure Knie und Fußspitzen die ganze Zeit über nach außen in die gleiche Richtung zeigen. Und je weiter eure Beine geöffnet sind, desto weiter müssen Knie und Fußspitzen auch nach außen zeigen. So, von der Mitte geht's los. 1. Die Knie bleiben hinter den Fußspitzen. 9, 9, 10, 10. Okay. Die letzte Übung sind Liegestütz in Kombination mit einer Übung, die die Rückenstreckermuskulatur trainiert und die ganze haltende Muskulatur mit einbezieht. Wir gehen runter in die Plank-Position. Und da brauche ich euch heute eigentlich alle. Wenn ihr eine Matte habt, könnt ihr natürlich die klassischen Kneeling-Push-Ups machen. Aber mir wäre heute schön, wenn ihr in die Plank-Position geht und einfach mal einen Liegestütz probiert. Wir machen nur 5 Stück von denen. Einmal der Ablauf gezeigt. Das ist ein Liegestütz. Dann bleiben wir oben. Dann balancieren wir uns aus, ziehen uns einmal diagonal auseinander. Auf der anderen Seite auch. Und dann geht es einmal nach hinten zur kurzen Entspannung in diese Brückenposition. Und dann kommt die nächste dran. Wir machen, wie gesagt, nur 5 Stück. Und wenn ihr halbwegs runterkommt bei den Kneeling-Push-Ups, probiert einfach mal die richtigen Push-Ups. Man muss sich auch mal so ein bisschen selber in den Hintern treten und sagen, so, jetzt gib's mir das. Ja? Okay. Wie gesagt, es sind nur 5. Auf die Plätze. Fertig. Los geht's. Liegestütz. Ausbalancieren. Halten. Andere Seite. Halten. Einmal zurück. Hinten die Hacken runter, vorne den Rücken gerade. Kurz halten und wieder die Plank-Position einnehmen. Liegestütz. Hochdrücken. Ausbalancieren in der Diagonalen. Hand und Fuß absetzen. Andere Seite. Hand und Fuß absetzen. Und nach hinten. 2. Gerade halten. Bauch fest. Ausgangsposition tief. Hoch. Ausbalancieren. Absetzen. Andere Seite. Ist nicht schlimm, wenn es wackelt. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr zwischendurch absetzen müsst. Und das ist schon der dritte. Und weiter geht's. Gerade halten. Bauch fest. Tief. Ausbalancieren, absenken, ausbalancieren, absenken, nach hinten, Hacken runter, Beine lang, Arme lang, Rücken lang, einmal durchatmen und der letzte, Bauch fest, Rücken gerade, tief, hoch, ausbalancieren, absenken, ausbalancieren, absenken, einmal nach hinten, gerade, Füße rein, aufrichten. Wir haben die erste Runde geschafft. Es geht weiter mit Runde 2. Hüftbreiter Stand, Knie leicht gebeugt. Das waren die Squat Jumps in Kombination mit dem Squat Leglift Side. Auf geht's, hoch. 1, 2, 3. Achtet drauf,
aus, dass ihr beim Sprung weich abkommt, aufkommt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, unsere Standlage-Lunge-Übung. Arme zur Seite, Daumen zur Decke. Wir beginnen wieder mit dem rechten Bein. Standlage nach hinten. Tief. Früh hochziehen. Aufrichten. Eins. Standknie mal leicht gebeugt. Zwei. Der Oberkörper bleibt vorne. Erst wenn das Knie nach vorne hochkommt, geht der Oberkörper in die Aufrechte. Dann wieder in die vorgeneigte Position. Der Oberkörper bleibt hier unten auch da. Und erst wenn das Knie hochgeht, sind wir wieder in der Aufrechten. So. Hochziehen. 5. Körper vorne lassen. 7. 8. 9. 10. So, hier lasst euch Zeit, euch auszubalancieren. Das ist keine Tempoübung. Andere Seite. Standwaage-Position. Standknie mal leicht gebeugt. Weit zurück. Vorne bleiben mit dem Oberkörper. Erst hier einmal aufrichten. Oberkörper vor. Standwaage-Position. Weit zurück. Oberkörper vorne lassen. So früh es geht, das hintere Bein anheben. 2. 3. 7 Stück. Hochziehen. 4. Standlageposition. Zurücksetzen. Möglichst früh anheben. 5. 6. Und ihr werdet es merken, je früher ihr euch hinten wegdrückt, desto intensiver geht die Übung auf Gesäß und Oberschenkel des Standbeines. 9. 10. Okay. Einmal lockern. Unsere halben Burpees. Auf geht's. 10 Stück. Ein bisschen Speed. 2. Achtet trotzdem auf, dass ihr nicht durchhängt und jetzt rückwärts kommt. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Squats. Mittig angefangen. Auf geht's. Knie und Fußspitzen zeigen nach außen in die gleiche Richtung. Die Knie bleiben hinter den Fußspitzen. 3.
Rücken gerade dabei. 5, 6, Gewicht auf die Fersen. 7, 8, 9, 10. Alright. Letzte, fünfte Übung in der Plank-Position. Die echten Liegestütze. Natürlich, wenn ihr merkt, dass es euch zu schwierig ist, könnt ihr die Liegestütze auf den Knie machen, euch dann hochheben und hier ausbalancieren. Ja, das ist die Alternative. Aber wir machen nur 5. Versucht es einfach. Und wenn ihr euch ein bisschen quält, ist auch nicht schlimm. Guckt doch keiner. Auf geht's. Tief, hoch. Ausbalancieren in der Diagonalen. Wechsel zur anderen Seite. Abstellen. Und einmal kurz die Wade auseinanderziehen. Rücken gerade, Beine lang. In dieser Brücke. Weiter geht's. Bauch fest, Rücken gerade. Tief. Hoch. Ich muss ja sagen, so dieser leichte Luftrauch hier draußen ist echt angenehm. So. Und Brücke. Tief, hoch, ausbalancieren, dabei den Daumen mal zur Decke halten lassen, ja, wenn der Arm nach vorne gestreckt wird. Das ist jetzt der dritte oder der vierte? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, es war der dritte. Okay, wenn es der vierte war, macht ihr halt nur noch einen. Aber ich mache jetzt noch zwei. So. Ausbalancieren, Bauch fest, Rücken gerade, ganz wichtig. Und einer noch. Bauch fest, Rücken gerade. Tief. Hoch. Auseinanderziehen. Absenken. Auseinanderziehen. Absenken. Das war der fünfte. Alright. Wenn ihr sagt, reicht mir total, ich bin fix und alle, packt euch auf den Rücken, umfasst die Beine, ihr wisst wie, schaukelt euch sanft nach rechts und links. Und wartet einfach mit diesem leichten, lockernden Schaukeln, bis wir, oder ich, mit der dritten Runde fertig sind. Es geht los mit den Squat Jumps. Ich ziehe noch mal ein bisschen das Tempo an, damit es dann auch schnell vorbei ist. Trotzdem muss es natürlich korrekt sein. 2, 3, 4. Knie auch hier hinter den Fußspitzen lassen, ihr wisst. 7, 8, 9, 10. F 12, 13. Standknie immer leicht gebeugt beim Abspreizen. 14, 15. 10, 20, Standwaage, Standwaage, Lunge, 10 mal jede Seite, auf geht's. Sehr anstrengend, weil man sich ganz diszipliniert hier schon hochdrückt. 6. Aber eben auch sehr effektiv. 7. 8. 9. 10. Andere Seite. Auf geht's.
war ein bisschen lustig. Sieben. Hier. Acht. Neun. Und zehn. Okay. Die halben. Hinter den Fußspitzen. Knie zeigen in die gleiche Richtung wie die Fußspitzen. Rücken gerade. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Letzte Übung. Fünfmal Liegestütz und diagonal ausbalancieren. Auf geht's. Bauch festdrücken gerade. Sauber Liegestütz. Hoch in der Diagonale halten. Absenken. Andere Seite. Halten. Absenken. Einmal kurz in der Brücke verharren und Luft schnappen. Und wieder. Ausgangsposition, Bauch fest, Rücken gerade, sauberer Liegestütz, hochdrücken, ausbalancieren, Wechsel, ausbalancieren und nach hinten, Rücken gerade, Beine lang, Fersen an den Boden und wieder in die Plankposition, Liegestütz, hochdrücken, diagonal. Absenken, diagonal, absenken. Brücke. Zweimal noch. Bauch fest, tief, hoch. Ausbalancieren, absenken. Ausbalancieren, absenken. Und der letzte. Bauch fest, Rücken gerade. Tief, hoch, lang, absenken, andere Seite, absenken, in die Brücke und dann die Beine abstellen, über die Seite gehen wir rum in die Rückenlage. An einem Bein können wir uns runterlassen, hier absenken. Und die Beine anziehen. So. Sanft nach rechts und links schaukeln. Vielleicht sind ja einige von euch schon eine Weile dabei beim Schaukeln. Ich weiß, das Training war anstrengend. Es waren nur 5 Übungen, aber mit 3 Runden schon recht intensiv, da diese ganzen Übungen, bei denen wir die Haltung trainieren, also im Prinzip statisch den Muskel aktivieren und trainieren,
die gehen schon ganz schön, die machen die Muskeln sehr müde. Ja? Einfach weil sie den Stoffwechsel der Muskulatur beeinflussen, beeinträchtigen und der Muskel einfach durch solche Zwischensequenzen schneller ermüdet, als wenn wir ihn nur dynamisch trainieren würden. So, wir senken ein Bein ab, wir senken das andere Bein ab. Jetzt machen wir uns einmal ganz lang, das heißt, wir strecken beide Beine aus und legen die Arme nach hinten. Richtig in die Länge ziehen. Dann die Beine immer nacheinander wieder aufstellen. Öffnen die Beine, die Arme liegen an der Seite mit den Handinnenflächen zur Decke ausgerichtet. Wir klappen jetzt das linke Knie zur Mitte und danach das rechte nach außen. Dass unsere Beine zur einen Seite rüber zeigen, sich aber nicht berühren. Und den Kopf drehen wir entgegengesetzt dazu. Und atmen hier mal ganz entspannt ein und aus. Lassen den Brustkorb anheben und absenken, die Bauchmuskulatur weit werden, versuchen hier die Muskulatur im Oberschenkel, im Becken, hier im Gesäß zu entspannen. Und jetzt stellen wir erst das innere Bein wieder auf und dann das äußere. Immer eins nach dem anderen, das ist ganz wichtig. Wir bleiben immer noch geöffnet stehen mit den Füßen. Lassen jetzt das rechte Knie zur Mitte kippen und das linke Knie nach außen und drehen den Kopf in die entgegengesetzte Richtung dazu, also nach rechts. Eine Übung, bei der wir hinterher besser, einfacher in dieser aufrechten, geraden Sitzposition bleiben können. Wir gehen jetzt erstmal, atmen tief ein und gehen mit dem Oberkörper nach vorne. Kommen dann mit der Ausatmung nach vorne, kommen mit der Einatmung wieder etwas hoch und schieben uns mit der Ausatmung wieder nach vorne. Einatmung wieder hoch, Ausatmung wieder nach vorne. Und vielleicht merkt ihr das, dass ihr bei jedem Mal immer ein bisschen tiefer runtergehen könnt. Ja, und wieder hoch. Und wieder tiefer. Und wieder hoch. Die Fußspitzen sollen weiterhin geradeaus nach oben zeigen. Die Knie können aber etwas gebeugt werden. Nochmal. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und beim nächsten Mal atmet aus und atmet jetzt hier unten in dieser Position weiter und versucht mal noch so ein bisschen euch hier zu halten. Ihr könnt ganz sanft schiebende Bewegungen machen, das ist okay. Es soll nicht wehtun, es soll nur ein ganz leichter Dehnungsreiz sein. Und dann richtet ihr euch wieder auf und jetzt versucht ihr euch nochmal in gerade Position zu setzen. Und dann solltet ihr merken, dass es euch schon leichter fällt, gerade zu sitzen. Und zwar so gerade, dass ihr, wenn ihr hin und her schaukelt, diese Knochen im Gesäß spürt, die Sitzbeinhöcker. Ja, so. Okay. Aus dieser Position nehmen wir die Füße nach hinten. Stützen jetzt die Fäuste vor die Knie und machen uns hier noch einmal ganz rund, ziehen die Schulterblätter auseinander und lassen den Kopf hängen. Und dann machen wir uns wieder gerade, setzen einen Fuß nach vorne, stützen uns auf den Oberschenkel ab und gehen hoch in die Standposition. Wir bleiben etwas weiter geöffnet, als Hüftbreit steht. Oberkörper gerade, Schultern hinten. Wir atmen tief ein, nehmen die Hände nach oben, ziehen uns einmal kurz zur rechten Seite, zur Mitte zurück, zur linken Seite und zur Mitte zurück. Öffnen die Arme auf Schulterhöhe und ziehen sie hier noch einmal nach hinten. Dann könnt ihr schon mit ein bisschen lockerer Beinposition gehen. Ich fange dann schon mal hinterher zu zappeln. Schultern tief, Arme weit hinten.
Herz absenken und in dieser Position meine last but not least Übung. Daumen nach hinten ziehen, Brustbein angehoben, Bauch lang, leicht gebeugte Position der Knie oder ein bisschen mehr und entlastet, wie ihr das komfortabel findet. Schultern weit nach hinten drehen,